Der Kühlbogen 2 in Düsseldorf ist ein Gebäude geplant von Christoph Ingenhofen. Es ist ein Gebäude mit gemischter Nutzung. Also zum einen im Erdgeschoss ist Retail, in den oberen Geschossen ist zum Teil Büro bzw. Flächen zur freien Verfügung, wie zum Beispiel Fitness oder sonstigem. An zwei Seiten des Gebäudes wurde eine komplette Grünfassade realisiert, die sich dann noch über das Dach hinwegzog. Dafür wurde die Hainbuche ausgewählt als heimische, robuste Pflanze. Aufgebaut ist das System aus verschiedenen Trogreihen, die zur Wartung eben zugänglich sind. Auf der einen Seite nur über Befahranlagen erreichbar. Das heißt, innerhalb der Konstruktion mussten wir schon berücksichtigen, dass da noch Befahrtechnik mit installiert wird. Auf der anderen Seite des Gebäudes, auf der Westseite, teilweise auch über Stege begehbar, aber ansonsten auch über die Befahrtechnik. Und das ganz Besondere war eben daran, dass wir innerhalb der Fassadenkonstruktion auch die Versorgungstechnik mit aufnehmen mussten. Das heißt, die Bewässerung, die Entwässerung und Versorgung mit Nährstoffen der kompletten Hecken. Die Besonderheit am Kühlbogen 2 in Düsseldorf ist, dass wir die größte Grünfassade Europas dort realisieren konnten, zusammen mit dem begrünten Dach. Insgesamt eine Länge von ca. 8 Kilometer Hecke, die durch eben diese Hainbuchen realisiert wurden, über ein komplett automatisiertes Bewässerungssystem, was natürlich auch kontrolliert von Fachleuten, Gärtnern begleitet wird. Aber an sich ist es ein sich selbst regulierendes System mit Temperatur- und Feuchtefühlern ausgestattet. Und für den Beschnitt wurde an diesen Trogreihen ein Befahrsystem installiert, dass die Gärtner für die Wartung und den Beschnitt eben den Zugang haben. Der Pflanzenaustausch wurde während der Planung natürlich auch berücksichtigt. Also planmäßig sollten eigentlich keine Pflanzen ausgetauscht werden. Die Pflanzen wurden vorkultiviert. Die haben Vegetationsperioden hinter sich. Das heißt, die sind fest in ihren Gefäßen etabliert. Das heißt, wir rechnen eigentlich nicht damit, dass Pflanzen dort regelmäßig ausgetauscht werden. Wenn es doch mal der Fall sein sollte, hat man natürlich über den Höhenzugang sichergestellt, dass alle Bereiche erreichbar sind, entweder über die Befahrtechnik oder unterstützt über Zusatzgeräte, um die vorgepflanzten Hecken, die dann auch in den Gärtnereien schon bereitstehen, um sie dann eventuell auszutauschen. Beim Kühlbogen 2 hat man sich relativ frühzeitig entschieden, also diese Pflanzen vorzukultivieren. Das heißt, in einer relativ frühen Planungsphase ist die Entscheidung gefallen, welche Pflanzen denn wirklich auch später eingesetzt werden sollen. Dann wurde ein Unternehmen dafür beauftragt, eben diese Pflanzen aufzuziehen. Das heißt konstruktiv für uns mussten wir schon mal die Abmessungen der Pflanzgefäße natürlich festlegen, die dann nachher in unsere Konstruktion oder in der Konstruktion aufgenommen werden musste. Das war natürlich einerseits eine Einschränkung, aber andererseits ist es ja meistens schon die Eröffnung des Gebäudes klar und deshalb muss man immer rückwärts rechnen. Und insofern hat man natürlich auch nur eine begrenzte Zeit, diese Pflanzen vorzukultivieren. Beim Kühlbogen 2 sprechen wir jetzt über 2 Jahre. Da hatten wir 2 Jahre Zeit, eben diese Pflanzen vorzukultivieren und bevor sie dann eben auf die Baustelle kamen und eingesetzt wurden. Wir haben natürlich diverse Überschneidungen, nicht nur zur Fassadentechnik. Also wir haben ja die komplette Gebäudehülle eigentlich geplant, nicht nur die Fassaden, also nicht nur die 2 begrünten Fassaden, sondern auch die 2 großen Glasfassaden. Wir haben das Dach mit geplant und die Dachbegrünung mit auf dem Dach geplant. Es war natürlich Überschneidung zur Bewässerung, zur Entwässerung, wo wir auch Teile der Planung übernommen haben und natürlich auch in unserer Planung weiter berücksichtigen mussten, um die Pflanzen dann wirklich auch mit den Nährstoffen und mit dem Wasser versorgen zu können. Revision ist natürlich immer eine Frage. Also wenn man Technik in der Fassade hat, dann muss man natürlich auch an alle Bereiche der Technik kommen, nicht nur an die Pflanzen. Es ist alles mit Wartungsintervallen verbunden.
Die Entwässerung ist natürlich auch ein Thema, weil man eher versucht, ein bisschen zu überwässern, also dass auch das Wasser aus den Pflanztrögen abgeführt wird, kontrolliert. Und natürlich der Auffang des Beschnitts selber ist ein Thema, weil die Hainbuchen ja auch ein gewisses Wachstum haben. Natürlich hat man versucht, den Substratquerschnitt und das Pflanzgefäß in der Dimension auszubilden, um das Wachstum ein bisschen einzuschränken, dass der Beschnitt jetzt nicht zu, dass man den Beschnitt nicht zu oft eben wiederholen muss. Und dafür hat man auch konstruktiv eben verschiedene Sachen vorgesehen, wie zum Beispiel eine große Rinne zum Auffangen des Beschnitts und des überschüssigen Wassers am Fuße der Fassaden plus zusätzliche Rinnen. Und die Befahrtechnik wird eben auch dafür benutzt, den Beschnitt, der sich auf der Fassade vielleicht ablagert und so weiter, über Hochdrucksysteme eben in diese Rinnen zu befördern. Also die Verschmutzung oder sonstige Ängste, die man vielleicht hat, wenn man an eine begrünte Fassade denkt, haben wir natürlich in den Planungsphasen berücksichtigt. Realisierte Projekte haben uns gezeigt, dass man diese Ängste den Bauherren oder den Betreibern eigentlich nehmen kann. Ganz im Gegenteil, also die Biodiversität wird gefördert. Man bringt wieder ein Stück Natur natürlich in die Städte zurück von Insekten oder sonst was, wo man denkt, dass Fassaden verschmutzt werden könnten. Das ist nicht der Fall, also die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Und natürlich muss man anschauen, was dem Bewässerungssystem zugesetzt wird und dass es eben direkt in das Substrat und in die Pflanzen kommt und nicht über die Fassade abtropft oder dass man eben kontrollierte Systeme entwickelt. Und natürlich die Pflanzgefäße, die direkt mit dem Substrat und mit der Feuchte verbunden sind, dass man die entsprechend schützt, zum Beispiel über ein eloxiertes Aluminium beziehungsweise den Stahl im Außenbereich über entsprechende Schutzbeschichtungen eben gegen Korrosion schützen.